Hallo, oh Gott. Was denn? Ach so, das Reden oder was? Ja, ich habe gerade irgendwie gedacht, gar nicht, ich hätte heute so ganz schlimme Stillprobleme, aber es scheint wohl zu funktionieren. Hör ich mich komisch an? Nee, ne? Nein, ganz normal. Ja, das hört sich sehr gut an. Wunderprächtig. So will ich das haben. Ja. Was Tja. fahren wir denn? Alles bitte nur kein Impala 2. Okay, Impala 2. Nee, Was, nicht, es ist aber Impala Impala 2? in Hä? nee. Wie heißt das Teil denn noch? Interceptor 2. Interceptor, ja. Ja, okay, dann fahren wir dort Charger, das ist kein Problem. Ja, von mir Was aus. sollen wir denn fahren? Downtown 1 Downtown. wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, was ist denn mit den allen, die hier geschrieben haben, nicht austragen? Sind jetzt alle noch im Tausender Funk oder was? Ja, ich weiß nicht. Ja, Ja, irgendwie eigentlich. 1199. Ach so, schon wieder. Ja, sollen wir dann Voreinander jetzt in halt. 1001 oder Tausender Funk Geht chillen? in 1001er. Also. Steht hier jemand? Ja, nee, Hallo? Hochschul. Hallo? Ja, Steht nee. hier jemand? Ja, Hallo? am Hallo? Hallo? Ticketautomaten. Hamilton! Hallo? Ja, da steht jemand am Ach, da Ticketautomaten. steht ja Entspannt jemand. euch, Leute! Es gibt keine Geister. Ach so. Ja, gut. Hi. Hallo? 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 Du musst mit mir reden, so funktioniert eine Konversation. Hallo, 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 hallo. Ich habe keine Lust mehr, tschüss. Woher weißt du denn, wo das ist? Wahnsinn. Ja, ich habe das Fahrzeug geortet. Ich bin Ah, der wie Fahrer futzt dort. Was du? Was ist das denn du? jetzt Er ist ja hier? doch nicht so dumm. Aber ihr. Das haben wir nie gesagt, Wilson. Weiß G2? was? Welche zwei? Ja, Berlin und so. Ach so, ja, Berlin lebt zwei. Ja, richtig. Was ist heute? Kaiser? Na, sagen wir es so, ich stand gestern mit Benjamin Blume drin. War ja ein Sondertermin, weil Der jemand hat nicht nachgefragt hatte. stattgefunden. Der Herr ist nicht aufgetaucht, weswegen wir dann auch wieder weggeschickt wurden. Ja, Gut, aber es war deswegen zwar hat ein sich bisschen schon. Ja. schade so, weil ich hab mich ja übelst gefreut, dass es jetzt doch so früh geklappt hat. Und jetzt darf Ja, ich doch bis nächste Woche Kerlo, du Donnerstag kannst bei mir warten. schon mal Prüfung machen. Komm Ja, aber ich darf runter, trotzdem bis Bruder. Teil 1 warten nächste Woche. Ja, es sind halt miese Donnerstag Zeiten, erst. ne? Ja, Ey, was ich heißt weiß miese nicht, was mit mir Zeiten? los ist, aber ich kann mich heute irgendwie gar nicht an das Fahrgefühl vom Charger gewöhnen. Ich weiß auch nicht. Ich hab gestern zu viel BMW gefahren, ich merk schon. Hauptsache, wir fahren keine Interceptor 2, da wäre es mir eigentlich so Hupe. Nee, wir FIB nehmen. Agent 24. Was ist Einen mit dem? wunderschönen guten Tag. Ich denke, Ah, der ja. ist völlig aus dem Kontext, so was? Er ist so. Ja. Ja, Der, der, der. das Problem ist, ich möchte, habe manchmal die Okay. Versuchung, wenn ich mich im Gut, Ausland mit dann viel jemandem Spaß noch. unterhalte, zu sagen 10-4. Witzig. Das wird Witzig, irgendwie. witzig. Gleich kommt Mann. FIB auf uns zu, ne? Warum? Was? Nee, ich habe gerade mit einem Kollegen von mir telefoniert, der beim FIB ist, alles gut. Ah ja. Wenn das FIB hier vorbeikommt, dann wirst aber nur du hochgenommen mit deinen Efis an der Person, ne? Ja, So richtig. ein Ding ist da nämlich. So ein Ding ist das ja. Apropos Wilson. Was denn? Ein Baller, also einer von den Ballers, will sich über mich beschweren, ne? Weißt du Ja. so? Warum? Weil ich gesagt habe, ja, kommt davon, wenn man bei einer RTS immer direkt rumballert, ne? Was ich bei sind heute Ist wieder auf Bixby? Torte getrimmt. Weißt du nicht? Alter, das ist Chacha. Aber es sieht alles irgendwie nicht so gut aus, ne? Hier irgendwie. Bixby? Hä? XP, geht's Ah, dir geht's dir gut? gut? Ja, normal, ich bin nur am Essen. Ach so. Wow. Ja, wow. Du bist so ein kleines Mensch. Ja, einfach mitten im Weg, Ja. Alter. Ist alles gut, ja, ich esse nur. Anzeige ist grau. Wisst ihr, wie das ist? Du musst es doch wissen, Hallo. Wilson. Wegen der Was Hochzeit denn? morgen, ne? Ja. Ist da eigentlich Dings, ist da, kriegt eigentlich da eine Sondergenehmigung, weil es sind ja zwei Oh, dass ich Officer. das nochmal erlebe, Junge. Was sind da? Den Müller da Bixby, oben schrei nicht vorne. so rum, Das sind Dankeschön. zwei Officer, die das machen. Anderson Moin, und Junge. Crow. Ja, was ist Entschuldigung, wenn damit? Sie das Gibt's da stören, können also eine Sie auch einfach einen Meter Sondergenehmigung für jeden zurückfahren. Beamten? Ich habe mich so aufgeregt. Da haben wir hier mit den Triaden, hast du das mitbekommen am Highway? Ja, ne? Ja. Ja, so, und dann ist da wohl einer. Bin dann nur schlusslicht gewesen, hab dann gesehen, dass einer auf der Straße lag. Ich stabilisiere ihn mal. Hab dann Mediziner oder in der Zentrale angerufen und gesagt: Pass auf, wir haben hier. Ich habe jetzt hier schon einen verletzten TV kommen, aber noch mehr hinzu. Ich würde dann jetzt gleich einen Dispatch absenden. Ist das okay? Da flaumt er mich an, ob ich denn nicht wissen würde, in welcher Reihenfolge man halt irgendwie einen Notruf betätigt, quasi. Man setzt erst den Dispatch als PDler und ruft dann gefälligst die Leitstelle an. Und ob ich denn das Handbuch nicht gelesen hätte, was das alles dem PD gegeben hat, ne? Alter, mein Puls, ne? Ja, auf 380. Dann habe ich versucht, ihm nett und bestimmt zu sagen, dass mir das gerade ziemlich egal ist und dass er jetzt bitte seinen knackigen Arsch hier hinschwingen soll. Ansonsten bin ich mich echt sauer. Habe ich so jetzt nicht gesagt, aber ich war stinke sauer.
Ja, also, und dann war er am Rummoser, dann habe ich aufgelegt, habe einen Dispatch abgesendet und habe gesagt, weißt du, was, hoffentlich verreckst du, blödes Arschgesicht. Boah, Alter. Dann, boah, nee, da, ey, aber ja, wie auch, aber so, so behindert einfach. Ich denke, hier liegt jemand auf dem Boden, ne? Also, nein, wie er das gesagt hat, ich denke, hier liegt jemand auf dem Boden. Wen interessiert das gerade? In welcher fucking Gallenfolge dann der Dispatch abgesendet wird? Und dann rege ich mich darüber auf, am Telefon mit einem Kollegen. Und der musste dich festhalten. Der Verletzte liegt auf dem Boden. Entschuldigung, Sie könnten Sie bitte ein bisschen leiser sprechen, das interessiert mich ja gerade überhaupt nicht. Was? Ich sag, ach, ihr scheint es ja gar nicht so schlecht zu gehen, dann breche ich den Dispatch mal wieder ab. Viel Glück und bin gefahren. Meinem alias Frau Husenberg, alias Frau Husenberg. Nee. Auf jeden Fall, ey, Hammer. Wohl eins von dann, wie kommen? Sind wir morgen? Ne, wir sind da. Downtown. Was ist mit Dunphy? Er funkt seine eigene Einheit an. Ja, irgendwie schon. Bei ihm läuft. Ja, hi, Dario und Forel. Wieder Profis. Da ruft er sie doch einfach an und nicht anfunken. What the fuck? Ich glaub, der ist nicht ganz am Start. Ich glaub, die ist ein bisschen geistig abwesend, wa? Ich glaub auch. Alles okay bei dir? Als ob das keiner weiß, ey. Was seid ihr denn für Leute? Alles okay bei dir, Mary? Was willst du haben? Mir hat's gerade die Stimme so ein bisschen verschlagen. Eine XA. Bei den F90? Du Penner, Alter. Hier ist ein wunderschöner Mann auf dem Rücksitz. Besser kann ich das jetzt gerade nicht erklären. Bam, bam, bam. Ich konnte kein Wort sagen. So. Ende der Unterhaltung. Bei Wilson seiner Fresse hatte ich auch kein Wort mehr rausgekriegt, Alter. Nee, wenn du meinen Rang siehst, Junge, da kriegst du von keinem Wort mehr raus. Die Patches an der Seite sind sowieso gefaked, Alter. Gar nichts ist gefaked. Ja, dein Leben ist gefaked, Junge. Da ist auf gefaked, Mann. Adidas-Schuhe sind Adidas-Schuhe. Nee, Adididas, meinst du? Adididas. Du weißt, das kommt von Polemark, wenn Adididas. Adididas mit zwei Streifen. Kripalowski, mein Freund. Kripalowski. Gut, was ist denn jetzt hier? Können wir jetzt da weiterfahren? Ich will Action erleben. Das Gucci 1 mit Code 3. Nee, oder meinst du Cunningham, oder was? Oh, Rob. Wieso? Kann mir jemand sagen, wieso ich gerade irgendwie nie die Shop-Robs reinkriege? Ja, auch nicht mit. Weil du ein Lutscher bist. Du kannst mal gleich lutschen. Ach, er nennt sich Noah Lutscher. Jetzt verstehe ich. Noah Lutscher. Noah Lutscher. Down on 1, fährt mit Code 13. 300 Minuten Ende. Hier County 1, wir fahren auch mit Code 13. Shop ITS. Sag mal, wollt ihr alle aufs Maul oder was ist mit euch los heute? Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Mein Gott. Ich suche mir jetzt auf den Berg. Das reicht jetzt. Ah ja. Stimmt, oder so. Wie bist du Sergeant geworden, Alter? Herr Wilson. Ja. Wilson, was machen Sie denn hier? Ja, ich will ein bisschen erhöht sein. Ah, High Ground, ja. Ja, richtig. Ich hab vom FIB gelernt. Hör bloß auf, ey. Da lernst du nix, hör mal, da lernst du nix. FI Blub. Den FI Blub, ja. Bisschen Tarne. Täuschen und tarnen. Sehr gut. Anfahren. Die Bremsleiste von unserem Fahrzeug. Wenn du jetzt. Nein. Wenn es absolut überschlagen, dann schlachte ich dich. Ich bin ja kein. Junge, ich bin kein Schweinemann. Du bist ein Sergeant. Du müsstest eigentlich fahren können. Ich kann auch fahren. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt, tatsächlich. Aus jetzt hier. Kannst du jetzt nicht abdrücken? Nee, Moment. Moment, wenn Sie mich verarschen wollen, ne? Ja, ich verarsche Sie nicht. Wir haben verhandelt, Sie haben das bekommen, was Sie wollten. Wir haben 10 Minuten da rumgestanden und jetzt stehen Sie immer noch hier mit der Geisel. Wir können es gerne nochmal probieren, wenn Sie jetzt alle da hinten fahren. Die Geisel kommt raus und wir fahren. Wir können es jetzt nochmal probieren oder... Ja, die Geisel wird draufgehen. Das ist die Entscheidung. Nimm mal die Waffe von der Geisel weg, wie gesagt. Das ist unsere Sicherheit. Aber geil, wir versuchen jetzt nochmal. Wir versuchen es jetzt nochmal. Wir gehen jetzt nochmal 10 Minuten weg und gucken, ob es dann funktioniert. Was ist das denn? Wenn Sie da jetzt hinfahren, zum Schild. Keine Faxen, ja. Alle zusammen und dann. Ich glaube, Sie hätten nicht mehr so viel Spielraum für Forderungen. Wir leben, bitte. Ich glaube, Sie müssten auch sehen, was ich meine, oder? Ja, aber es war so nicht besprochen.
besprochen war, dass wir abziehen und die Geisel hier steht nach 10 Minuten. Jetzt haben wir 10 Minuten ja, rumgestanden und die Geisel steht immer noch nicht draußen. Sie haben gesagt abziehen, aber warum fahren dann hier die ganzen Bullenautos vorbei? Die sind ja wohl auch weitergefahren, die wussten nichts davon. Ja, und warum wird es dann nicht durchgefunkt? Habe ich durchgefunkt. Oh, wo ist das? Da sind drei Leute, die auf mich zielen. Also. Ja? Gehen jetzt ab. Sie fahren zum Schild. Sie fahren zum Schild da vorne hin. Gucken Sie da vorne. Alle gemeinsam. Wir kommen mit der Geisel raus. Ohne irgendeinen Schaden. Gegen Tatsache, sie haben keine Chance mehr, heben die Hände und kommen raus. Wir sind hier nicht mit dem Kindergartenverein, damit das mal klar steht, ne? Na, das bin ich mir bewusst. Ja, dann, sie sehen doch, dass wir in der Überzahl sind, also Hände heben und rauskommen. Was ist denn das hier? Sich sicher, dass sie schneller auf die Geisel abdrücken. Ja, ich weiß nicht, ob der Herr das da hinten sieht, wie viele Waffen auf ihn zielen, aber ich glaube, wenn alle Langwaffen gleichzeitig auf den Herrn da hinten schießen, ist er der Erste, der hier liegt. Sie haben 10 Minuten oder 16 Minuten, wie auch immer, Zeit gehabt, hier rauszukommen. Also ich kann Ihnen sagen, wir waren die ganze Zeit hier im Shop drinne, haben irgendwas von gelabert, dass sie die Geisel erschießen wollen und was weiß ich alles. Ich habe auch gesehen, dass einer hier einmal rausgegangen ist, geguckt hat, dann wieder reingegangen ist. Also ich weiß noch nicht, wen sie hier zum Affen halten wollen, aber mich ganz sicher nicht. Aber ja, schon. Rockhardt, hilf mir den Shop, ich glaube, da war noch ein Dritter. Hilfe! Bitte! Oh mein Gott, danke! Warum haben Sie die Chance denn nicht benutzt? Wir waren noch weg. Na, sie waren nicht beim Schild. Wir haben uns jetzt gestellt. Wir waren weiter weg als das Schild. Wo ist denn da das Problem? Ja, sagen, die ganzen Einheiten waren alle beim Kleidungsshop. Hätte doch keiner was getan. Jetzt ist ja auch nichts passiert, das ist doch gut für Sie. Andere Frage, wollten Sie denn eigentlich hier wegkommen? Oh Gott.